Herzlich willkommen zu diesem Visualisierungskurs. Unsere Welt ist enorm visuell geprägt. Täglich begegnen dir Tausende von Bildern. Bilder lassen sich wesentlich leichter im Hirn verarbeiten als abstrakte Informationen. Entsprechend wichtig ist es, dass du Symbole und Bilder nicht nur verstehst, sondern dass du dich auch damit ausdrücken kannst. Dass du zum Beispiel etwas mit Bildern erklären kannst oder dass du Symbole einsetzt, um einen Vortrag verständlicher zu machen. Das Visualisieren ist nicht eine Frage des Talents, das kann sich jede Person beibringen. In diesem Kurs lernst du ein einfaches System kennen, mit dem du in kurzer Zeit etwas ganz einfach zeichnen kannst. Es geht also nicht darum, dass du irgendwelche Kunstwerke erstellst, sondern dass du eben mit möglichst einfachen Mitteln etwas visuell auf den Punkt bringst. Schauen wir kurz auf den Aufbau. Nach dieser Einleitung, in der du dich jetzt befindest, kommen die Grundlagen. Mit dem Video wird kurz erklärt, wie ich vorgehe. Und anschließend hast du da viele Vorlagen, die du abzeichnen kannst. Du siehst jeweils den Auftrag. Diese Vorlagen kannst du auch formatausfüllend machen. Als nächstes geht es um die Plakatgestaltung. Hier geht es mehr darum, wie baue ich ein Plakat auf, aber eben auch das Schattieren und Hervorheben mit Farbe wird thematisiert und da siehst du verschiedene Beispiele. Und du bekommst Tipps zum Vorgehen und Ideen, was du zum Beispiel gestalten könntest. Als nächstes kommt quasi die Königsdisziplin des Visualisieren, das Sketchnoting, also das visuelle Notieren von Gedanken. Da kommt nun noch der Faktor Zeit dazu. Das heißt, du musst also zu einem Vortrag beispielsweise direkt deine Gedanken mit Bildern festhalten. Auch hier gibt es verschiedene Anregungen, Tipps und Beispiele. Und als letztes lernst du noch das digitale Visualisieren mit Stift kennen. Hier werden verschiedene Apps für iPads oder andere Geräte mit Stiften vorgestellt. Mit einem Klick auf die Übersicht kommst du jederzeit wieder auf diese Kapitelübersicht. Bei mir wurde jetzt schon markiert, dass ich quasi alle durchgearbeitet habe. So schnell geht es natürlich nicht. Das Visualisieren braucht viel Übung. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß.